Liebe Freunde, willkommen zurück zu Yakuza Zero. Keine Sorge, der Videofeed ist nicht kaputt. Ich starte die Aufnahme sofort, nur ein paar kurze Worte vorweg. Ich habe mal wieder die Nacht gearbeitet und mag deswegen etwas matt klingen. Aber mehr noch, habt ihr alle es entweder direkt gestern Abend verfolgt oder seid wie ich heute Morgen zu den Nachrichten aus Paris aufgewacht und jetzt in einer ähnlichen Stimmung wie ich. Ich kann den Bedarf vieler direkt nach so einer Katastrophe auf öffentlichen Plattformen diese zu kommentieren oder ihre Emotionen rauszulassen verstehen. Für mich selbst kommt sowas eigentlich eher weniger in Frage, aber trotzdem habe ich offensichtlich den Bedarf, hier ein paar Worte zu sagen. Nämlich, dass ich denke, dass an solchen Tagen, in denen uns die Dinge besonders bedrücken oder lähmen, wenig bedeutungsloser erscheinen mag oder trivialer als ein Videospiel auf YouTube zu spielen. Vielleicht sollte man eher Zeit mit Familie und Freunden verbringen, meinetwegen auch in sich gehen und sich vor Augen führen, wie wichtig ein respektvolles, tolerantes und konstruktives gesellschaftliches Miteinander ist. Das sehe ich so und ich weiß, dass ihr es auch alle tut. Auf der anderen Seite sind Videospiele purer Eskapismus und ich denke, an Tagen wie diesen ist es vielleicht auch mal ganz gesund, einfach für eine halbe Stunde komplett auszusteigen, und ich hoffe, das ist jetzt nicht unpassend oder kommt ungelegen. Ansonsten breche ich einfach ab und nehme die Folge einen anderen Tag auf. Also Aufnahme Start. Wo waren wir eigentlich? Ah ja, genau, Kiryu. Ich hatte hier gespeichert, nachdem noch einmal getanzt wurde und die Substory mit der Domina fertiggestellt wurde, oder nachdem wir die abgeschlossen hatten. Ich wollte nochmal zum Hafen schauen, bevor ich dann zu dem Storypoint gehe. Ich denke, das Kapitel müsste auch relativ bald mal zu Ende sein. So, ein Mann im goldenen Anzug, der uns großen Reichtum verspricht und außerdem ein ziemlicher Pushover ist, wie so häufig. Hat sich schon mal gelohnt? Und da drüben ist auch schon das Taxi. ¥470 kostet eine Fahrt. Und der Hafen ist ganz unten. Genau. Bin ich mal gespannt, wie es dort so aussieht. Die gute Tatsune sollte sich dort ja irgendwo verstecken. Sie hat gemeint, dass sie ihr Geheimversteck hier hätte. Der sieht ganz lustig aus, der Taxifahrer in seiner hübschen Uniform. Schmuck, Schmuck. Ah ja, das Geheimversteck. Sehr geheim. Bevor ich sie anspreche, mal sehen, was man noch machen kann. Kann man hier auch wieder angeln? Ja, das sieht so aus. Ja, das probiere ich gleich mal aus, aber erstmal schauen, ob hier noch... Vielleicht kann ich mit dem Angler reden und der gibt mir ein paar Tipps. Sieht nicht so aus. Hier, oh! Noch eine Idol-Karte. Telefonkarte mit einem Idol drauf. Und zwar diesmal Sato Haruki Type B. Gut, dann können wir jetzt angeln gehen. Die Anfängerangelroute habe ich bekommen. Ich weiß, ich habe ja schon genug Geld ausgegeben für die teure Angelroute. Ich hoffe, ich kann die jetzt auch auswählen. Ja, das Angeln funktioniert so wie gehabt, glaube ich. Man wirft es aus und dann muss man im richtigen Moment, wenn ein Fisch angebissen hat, auf den Knopf drücken. Ah ja, wenn ich kann mit Dreieck einen anderen Köder auswählen. Das probiere ich als erstes mal. Ja, hier, also an den Köder ranpacken. Ich habe keine Köder, Mist. Und mit Viereck kann ich das Werkzeug auswählen. Ah ja, da ist auch die hervorragende Angelrute. Das ist wohl schon die beste im Spiel, so wie es aussieht an den Statistiken hier.
Ja, schön. Ich hoffe, dass sich das Angeln noch lohnen wird, denn ich habe viel Geld investiert. Action angeln. Oh, und da kommt auch gleich schon was. Ich muss jetzt sehen, dass wenn dieses Rote die Wasseroberfläche berührt, auf Kreis drücken. Ah, das sieht man schlecht. Jetzt. Und jetzt die entsprechenden Tasten. Jo. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Habe ich es jetzt geschafft? Irgendwie kurz auf Viereck gekommen. Nee. Hat geklappt. Super Big Size. Ein Ika, ein Tintenfisch. Ohne Köder. Die sind ja nicht besonders anspruchsvoll, die Fische hier im Becken. Ich würde mal gerne so einen großen. Das klappt wirklich gut. Los, noch ein bisschen. Lecker, lecker, ohne Köder. Und ab dafür. Ah, dreimal drücken. Drei verschiedene Tasten. Ah, eher mager. Hasel. Ich weiß gar nicht, was das für ein Fisch ist. Da hinten scheint ein großer zu sein. Ob ich den motivieren kann, hierher zu kommen. Scheint vorbei zu schwimmen. Ah, okay. Von der Form wieder ein Tintenfisch. Ich hoffe, das ist nicht immer das Gleiche. Das Angeln ist auf jeden Fall um einiges einfacher, als es noch in Yakuza 3 war, wo man immer die Leine reißen konnte. Und dieses System hier gefällt mir um einiges besser. Okay, noch ein Tintenfisch. Normal. Ich weiß nicht genau, was da die Sterne bedeuten, weil auch der Super Big Size hatte 3 Sterne. Jetzt aber der große Fisch, den ich hier mal rausangeln möchte. Er lässt sich nicht beeindrucken. Gut, gehen wir raus. Ja, reicht erstmal. Ich versuch's nochmal mit Ködern. Vielleicht lässt sich dann auch der große verlocken, mal anzubeißen. Und der Herr lässt sich nicht ansprechen. Aber ansehen? Sagt nichts. Okay, gehen wir mal rüber zu Tatsu. Was hat sie denn da? Eine Puppe aus Hitman Go. Sieht so ein bisschen aus wie die Spielfiguren aus dem wunderbaren Spiel. Ah, Kiryu. Ich wusste, dass jemand, der so pflichtbewusst ist wie du, kommen würde. Ja, ich habe mich vor allem gefragt, was für ein Spezialtraining hier auf mich warten würde. Ha, du hast es dir natürlich gemerkt. Bist ja auch eine Bekanntschaft von diesem betrunkenen Opa. Da dachte ich mir, dass du herkommen würdest. Ach, pack mich nicht in eine Schublade mit dem Kerl. Ich mach doch nur Spaß. Sollen wir gleich loslegen? Ja, gerne. Substory 91, Tatsus Training. Also, mein Spezialtraining zielt eigentlich nur darauf ab, dass man Kram packt, ihn herumwirbelt, wirft und zerschmettert. Ist das nicht einfach nur Wutabbau durch Randale? Beim Geldeintreiben hast du also auch trainiert, indem du die Einrichtung herumgeschleudert hast. Ganz genau. Die Schlagkraft, die entsteht, wenn man schwere Dinge herumwirbelt, verleiht einem mehr Energie als alles andere. Aha. Aber es reicht nicht aus, wenn man dabei nur gemächlich ans Werk geht. Wenn du nicht an die Sache rangehst, als wäre es ein echter Fight, dann hat das als Training keinen Nutzen. Mit einem echten Fight meinst du Geld eintreiben? Deine Art, Geld einzutreiben, ist aber auch intens. Warum sagst du es so, als ginge es um die Angelegenheiten Dritter? Dich schicke ich vielleicht auch noch zum Nein. Eintreiben. Was? Ich soll auch Schulden eintreiben? Zunächst kannst du nur davon träumen. Zuerst musst du dich in meinem Spezialtraining beweisen, okay? Ja, gut. Erstmal das Anfängerprogramm. Komm hier rüber. Was hat sie denn da aufgebaut? Ein Hindernisparcours? In diesen Pappmaché-Puppen ist Spielzeuggeld versteckt. Wenn du sie zerstörst, kommt das Geld raus. Außerdem ist in den Boxen ebenfalls Geld. Du musst diese Pappmaché-Puppen innerhalb des Zeitlimits kaputt hauen und das Geld aufsammeln. Bist du bereit? Ja, geht in Ordnung. Gut, du hast 120 Sekunden.
Dann fangen wir mal an mit unserer Hitman Go Pinata Action hier. Pappmaché-Puppen mit Geld. Einfach greifen und draufhauen. Das sollte ja nicht allzu kompliziert sein. Erstmal den Typen kaputt machen. Ich kann die anscheinend wirklich so hauen. Also ohne die Box. Andererseits gibt es dann wahrscheinlich weniger Geld. Ansonsten hätte es ja nicht so viel. Hätten diese Boxen ja nicht so einen wirklichen Zweck. Außer, dass man vielleicht schneller die Hitman-Go-Figuren hier kaputt macht. Aber recht lukrativ. Schon 1.350.000. Kann gar nicht so schnell die Zahl aussprechen, wie sie sich vermehrt. 1.670.000. Ganz gut. Und wie war's? Kein einfaches Spezialtraining, was? Ja, das ist wirklich mal was anderes. Ich überlege mir noch härtere Übungen. Freu dich schon mal drauf. Klar. Ach ja, ist jetzt ein bisschen unangenehm. Aber ich nehme ab jetzt eine Gebühr, sonst komme ich mir doof vor, den ganzen Kram hier ranzuschaffen. Kein Problem. Gleich nochmal, oder? Kann ich es gleich nochmal machen? Oder ist es wieder irgendwie... Ah, es scheint zu funktionieren. Willst du es nochmal probieren? Ja, bitte. Also das Spezialtraining von Tatsu. Welches Spezialtraining möchtest du machen? Für 1 Million oder für 2 Millionen? Fangen wir gleich mal beim teuren an. Es kostet 500.000 teilzunehmen. Okay, also los, schnell in das eingezäunte Gebiet. Sollte ja nicht so ein großes Problem sein. Hier stehen... Oh, was? Mr. Pink, hören Sie bitte auf mich zu schießen. Ich gehe am besten erstmal zu dem rüber. Ey, jetzt lass das. Alle Typen mit Pistolen sind nervensägen. Okay, jetzt du. Wenn man nur nicht so langsam wäre, man kann auch den Stil nicht ändern während dieser Übung, dass ich da irgendwie schneller rüberlaufen könnte. Pappmaché-Puppen. Wenigstens bewegen sie sich nicht wie in der einen Doctor Who-Folge. Lohnt sich da aber wirklich vom Geld her. Hab jetzt schon über 2 Millionen. Obwohl das ja nur der 2 Millionen Kurs war. Ach. Und? 50 Gegner besiegt mit dem Kobashi-Style und dafür ein CP bekommen. Voll daneben. Das kommt davon, wenn man oben in die Ecke guckt, kann spielen. Na, da kommen wir doch locker über 3 Millionen. Ich muss vielleicht die größeren Boxen besser greifen, dann gibt es mehr Kohle. Hier. Los, das dauert. Ist hier noch eine größere Box? Ja, da, die 30er. Das sind 300.000. Ah, schade. Aber hat nicht mehr gereicht. Gut, 3.660.000. Nicht schlecht. Du scheinst eine gute Angriffstechnik drauf zu haben. Das ist die richtige Einstellung. Hier für dich. Ein Drink mit einem Symbol von Tatsu drauf. Mal gucken, was der bringt. Komm einfach vorbei, wenn du noch mehr Training willst. Oder noch mehr trainieren willst. Ja, komm mich in dein Geheimversteck, Tatsu. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Noch eine Telefonkarte oder so? Hier hinten in der Ecke war ich noch gar nicht. Tatsächlich. Zum Glück habe ich das Radar. Tomoda Ayaka Type C. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir erstmal hier fertig. Am Pier.
und fahren zurück zum Kamurocho. Und zwar zur Hotelstraße möchte ich. Da sind wir in der Nähe von dem Punkt, wo wir hin müssen, glaube ich. Und schon sind wir zurück. Ein Taxi ist doch echt die beste Art zu reisen. Gibt es in Japan eigentlich mittlerweile Uber? Die werben ja immer damit, dass die Fahrer von Uber viel höflicher oder freundlicher sind als die Taxifahrer, die immer so blöd sind und einen abziehen. Aber in Japan, denke ich, kann dieses Argument nicht ziehen, denn die sind doch auch sicherlich sehr professionelle Männer. Und vielleicht auch Frauen. Ich habe noch nie eine Taxifahrerin in Japan gesehen. Okay. Dann laufen wir mal zu Tachibana. Ich glaube, der ist wahrscheinlich wieder da, Gekijo Mae, wie das heißt, glaube ich. Hier vorne gleich. Ah, der Seiteneingang. Okay. Ganz nach oben muss er, da soll der Tachibana sein. Und sollen wir eintreten? Natürlich. Natürlich. Mal sehen, was passiert. Hoffentlich ist es keine Falle. In den Spielen wird ja immer ganz gerne mal gekloppt. Aus seltsamen Motivationen heraus. Ach, kommt schon. Tachibana selbst hat mich eingeladen. Gehört hier etwa nicht zu, Tachibana Immobilien. Unser Boss ist gerade nicht hier. Er sollte bald hier auftauchen, hat man mir gesagt. Ich soll in seinem Zimmer warten. Da liegst du, glaube ich, falsch. Was? Herr Oda hat uns informiert, dass hier so ein junger Chimpida aufschlagen würde und wir ihm unsere Liebenswürdigkeit mal so richtig beweisen sollten. Was hat er? Oder? Also, wenn du noch umkehren willst, jetzt ist deine Chance. Wenn du ohne Mätzchen zu machen verschwindest, vergessen wir es. Und Kiryuso, nein, nicht mit mir. Bist du etwas schwerhörig, du Idiot? Mach dich vom Acker, wird's bald. Es scheint mir egal, wo ich hingehe. Ich bin nirgendwo sonderlich willkommen. Aber dass ich dort, wo ich eingeladen wurde, vom Tor abgespiesen werden soll, ich lass mich doch nicht zum Narren halten. Ich hab dir doch gesagt, dass sich niemand eingeladen hat, du Vollidiot. Oh oh. Schon ganz schön viele. Aus dem Weg. Ich habe mit euch nichts zu bereden. Ah, du hast doch den Verstand verloren. Du hast doch keine Ahnung. Okay. Die Männer von Tachibana Immobilien. Allesamt. Wenigstens, wenn da so viele stehen, ist der Kobashiya-Style recht effektiv. Ich dachte, jetzt nähme er ihn und würde ihn gegen die anderen steuern, schade. Ah, jetzt hat's geklappt. Das wollte ich machen. Schon beim ersten Mal. Das war der Plan. Dann gibt es noch ein bisschen den Tisch. Die mit ihren komischen Betons. Ja. Keine sonderlich große Herausforderung. Mal sehen, was hier noch kommt. Ich hoffe, es wird nicht wieder so ein langer Fight wie damals bei Kusse. Nee, ja, schon ganz oben. Du oder? Jo. Du hast mir diese Typen da draußen auf den Hals gehetzt. Warum?
Du hast unser Eins doch auch erstmal ausgiebig begutachtet, oder? Wir sollten dann doch auch entsprechend dieses Recht haben, oder meinst du nicht? Naja, stark scheinst du ja wirklich zu sein, aber wirklich so stark, dass der Boss sein Auge auf dich geworfen hat? Wie willst du das wissen, wenn du nur deine Hand lange gegen mich aufhältst? Wo kommt das her? Ja, es sieht so aus, als dass ich mir selbst die Hände schmutzig machen muss. Nervig, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass gute Arbeit gemacht wird. Wer im Kamurocho im Immobilienbusiness ist, ist Aufruhr gewohnt. Aber mein Blut kocht heißer als das der ganzen Gangster hier. Willst du etwa sagen, dass du kein einfacher Sesselpupser bist? Das hier ist für mich nichts Besonderes. So ein ehemaliger Möchtegern-Gangster ist nur eine nette Herausforderung. Wir brauchen uns also nicht weiter zurückhalten. Also zeig, was du kannst. Immer dasselbe, was die am Anfang sagen. Dann zeig mal, Oda, was du kannst. Ich zeig dir erstmal, was deine Einrichtung so kann. Sessel, Stühle. Kann man wohl ganz gut staggern. Zumindest auf diesem Schwierigkeitsgrad. Andererseits hat er ja auch eine ziemlich lange Energieleiste und ich möchte nicht unbedingt Bekanntschaft mit seinem blöden Metallbeton da machen. Ach. Andererseits haut er nicht so doll zu wie Katsuage. Aber er ist ja auch noch nicht orange am Leuchten. Ist er blau? Was macht er? Die Hände ausgewichen. Ich vergesse mal, dass es im Kowashia-Style ja auch geht. Nein, nicht in die Kombo geraten. Oder ist wirklich ein kleiner Pushover. Pass auf, was ich sage. Ha. Mit dem Kowashia-Stil gegen Oda scheint man ziemlich overpowered zu sein. Gut, fröhlich drauf. Das ist doch ein Scherz. Dass ich von so einem Grünschnabel besiegt werde, will ich ganz nicht glauben. Oder? Ja, das brauche ich nicht übersetzen. Hast du dich überzeugt, oder? Ja. Ich hab verloren, Boss. Was ist hier los? Hat mich Oda etwa in deinem Wissen auf die Probe gestellt? Ja, Oda ist für mich ein unersetzlicher Gehilfe. Bevor ich dich hier reinlasse, war es daher wichtig, sein Einverständnis einzuholen. Aha. Ihr haltet mich also für besonders blöd, was? Du meintest doch, ich soll euch vertrauen. Tachibana, es ist Zeit, dass du dich erklärst. Warum bist du an mich herangetreten? Aus welchem Grund? Das ist okay. Aber zuerst möchte ich von dir wissen, wenn du dir das hier ansiehst, den Kamuro-Distrikt, was siehst du da? Den Kamuro-Distrikt. Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Kiryu, ich sehe hierin die Futterstelle der Dojima im Besonderen und der Tojo-Kai im Allgemeinen. All die Menschen und all das Geld, die hier in einer Nacht vom Neonlicht angestrahlt werden, diese Verbrecher von der Tojo-Kai sahen kräftig ab und bereichern sich daran. Was willst du damit sagen?
In dieser Stadt, in der die Macht der Tojo erstrahlt und funkelt, hier will ich der sein, der frischen Wind reinbringt. So zum Beispiel. Was macht er? Okay. Er ist offensichtlich ein Superheld oder verfügt zumindest über Superkräfte, die Stromausfallskräfte. Was ist los? Oh, das kann doch nicht sein. Was passiert hier? Eieiei. Das hat er ja perfekt getimt. Aber ein bisschen auffällig, wenn man dann der Einzige ist, in dessen Büro noch Licht brennt. Geld ist Macht. Und ich will herausfinden, wie weit ich die Tojo mit dieser Macht in die Enge treiben kann. Aber so weit ist es noch nicht. Nee. Das war auch echt auffällig, Tachibana. Momentan bin ich auf ungefähr 10 Sekunden beschränkt. Aber Karano Hitotsubo, das unbebaute Gelände, ist meine Eintrittskarte ins Establishment des Kamurocho. Das ist der wahre Wert, den dieses Land hat. Was für ein Spiel spielst du? Kiryu, du weißt sicherlich, dass die Tojo-Kai keine Organisation ist, die aus einem einzigen Felsen gehauen ist. Das ist schon dadurch bewiesen, dass eine Person aus der Tojo-Kai gemeinsame Sache mit mir macht. Und dass ich gerade an dich herangetreten bin, liegt darin begründet, dass ich die ausdrückliche Empfehlung, dies zu tun, von jener Person erhalten habe. Ein Maulwurf in der Tojo-Kai? Wer soll das sein? Der Mann, der hofft, dass wir uns zusammentun, ist niemand anderes als der Aspirant auf die Führung der Dojima. Kazama Shintaro. Was? Mein Adoptivvater? Ja. Du hast doch gesagt, dass Kuse, der Berater des Vorsitzenden der Dojima, dich gebeten hat, Kazama auszuspionieren, oder nicht? Dass du die Informationen, die Kazama zu dem Grundstück hat, offenlegen sollst. Die Informationen, die Kazama geheim gehalten hat, ist, wer den Aufenthaltsort des Besitzers des Grundstücks herausbekommen kann. Mit anderen Worten, ich. Du bist... Wir sind damit den Dojima im Wettstreit um das Grundstück um einiges voraus. Wenn die das herausfinden, werden die wohl extrem verärgert sein und werden mit aller Macht versuchen, uns zu zerschmettern. Aber auch in diesem Wissen wollte Kazama nichts anderes, als dass du dich mit uns zusammentust. Vor einem halben Jahr ist Kazama mit dieser Absicht an mich herangetreten. Noch bevor er ins Gefängnis kam. Dass Kuse versuchen würde, dich für sich zu gewinnen und dass du nicht in der Organisation verbleiben würdest, all das hat er im Groben vorausgesehen. Das ist unmöglich. Nicht mal er kann solche Prognosen aufstellen. Kazama ist jemand, der es vermochte, bei den Dojima, bei den Tojo, es zu einer Führungsposition zu bringen. Er steckt also ziemlich tief drin. Für jemanden wie ihn war es also leicht abzusehen, was in deinem Umfeld passieren würde. Und dass Kazama das Grundstück an sich bringen wollte, das rührt nicht unbedingt daher, dass er sich selbst in Sicherheit bringen wollte. Ihm schwebt etwas vor, das um einiges größer ist. Aber warum ist er denn dann jetzt im Gefängnis? Ich glaube, dass selbst das ein Teil von Kazamas Masterplan sein könnte. Was? Das ist doch ziemlich bescheuert. Hast du alles verstanden, Kiryu?
Tachibana. Hast du irgendeinen Beweis dafür, dass du nach dem Willen Kazamas handelst? Er hat gesagt, dass dies als Beweis dient. Eine Uhr? Das ist doch... Er meinte, du würdest es erkennen. Er hat gesagt, er hat es als Geschenk von Yumi Sawamura erhalten. Oh, wie schön. Mein Adoptivvater hat dir das also anvertraut. Ich sollte es nur aufbewahren, bis ich es dir aushändige. Du sollst es Kazama zurückgeben, wenn wir alles wieder in Ordnung gebracht haben. Ich glaube, ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, was für eine Sorte Mann Kazama eigentlich ist. Aber wenn ich eine bestimmte Rolle spielen soll, dann bin ich jederzeit entschlossen, mein Leben dafür zu geben. Seit dem Tag, an dem ich mich ihm widersetzt habe und ich mich der Organisation anschloss, steht der Entschluss. Also dann, auf gute Zusammenarbeit. Okay. Dann ist das zweite Kapitel von Yakuza Zero hiermit beendet. Wir haben einen Clear-Bonus von 3 Millionen erhalten, einen CP bekommen, außerdem ordentlich viel Geld auf dem Konto und da unten steht noch eine interessante, was ist das denn für eine Statistik, da steht, dass man mit dem Geld 500-tägige Weltreisen unternehmen könnte. Warum? Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall recht interessant und aufschlussreich. Ich bin gespannt, wie es mit Kiryu und Tachibana, diesem Duo Infernale, weitergehen wird. Hoffentlich hat Kiryu hier aufs richtige Pferd gesetzt. Ich freue mich wirklich auf die nächste Folge, wenn wir mehr herausfinden und was dann im dritten Kapitel passiert. Das war eine unterhaltsame halbe Stunde Videogames und nun geht es leider zurück in den tristen Alltag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.